Okay, dann schauen wir mal. Macht er gar keinen Damage mit seinem Feuer. Macht das andere Phantom kein Damage? Oder Servus Dingy. Na, ja, sieht eigentlich ganz angenehm aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich hoffe, ich freue mich nicht zu früh, aber es sieht wirklich aktuell noch ganz gut aus. Ich verstehe es nicht, dass der andere kein Damage macht. Schau, da passiert gar nichts, wenn er ihn beschießt. Da darfst du dich jetzt übrigens nicht wundern, Basti, dieser Boss hier, der ist blind. Ah ja gut, aber kennst du ja wahrscheinlich. Auch schick, ja. Schön ist es. Thank you.
Naja, das ist ein weiterer Spieler hier. Aber ja, ob der jetzt mit dabei ist oder nicht, irgendwie macht er überhaupt gar keinen Damage. So, das war's. Sehr schick, ja. Naja, nee, das ändert ja trotzdem nichts dran. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier kein Damage gemacht hat. Entweder er war noch im ersten Game und hat sich jetzt mega gefreut. Dass er natürlich mega viele Seelen jetzt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob es da jetzt ein Level Cap gibt mit diesem Rufzeichen halt. Ja, aber es ändert ja nichts daran, dass er recht wenig dazu beigetragen hat, eigentlich gar nichts. Aber mei, ist ja okay, der wird sich halt jetzt freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich kaum, ja, kaum relevant bin bei einem Bosskampf und ja, zumindest was abstaube, weil ich einfach dabei bin halt. Es hat jetzt übrigens gut funktioniert, weil ich den Ring hier angelegt habe, den Ring des Diebes, da hat er dann mich quasi sehr, sehr schlecht gehört. Das war sehr, sehr gut. Jo, das ist eine gute Idee. Dass die Seelen auf jeden Fall kann ich noch gar nicht abgeben, oder? Ah, doch, das finde ich.